Und es geht natürlich weiter, Week 4. Ich dachte, wir hätten nur 3 Wochen. Ich bin ein bisschen verwirrt, egal. Ich würde sagen, wir setzen uns wieder zu Liam, denn ich glaube, wir müssen Herzchen bei ihm suchen. Ich meine, er soll sich ja in uns verlieben. You approach Liam and Varys table to find them thoughtfully tasting several glasses of wine. Disco has literally no roots, apparently. Also wir nähern uns dem Tisch von Liam und Vera, um dann festzustellen, dass sie gerade Gedanken verloren einige Gläser Wein testen. Offensichtlich gibt es an dieser Schule keine Regeln. Ganz offensichtlich. Ah, wine, the most exclusive of beverages. Even a vampire such as myself cannot resist its class and allure. Ah, Wein. Das exklusivste aller Getränke. Selbst ein Vampir wie ich kann ihm nicht widerstehen, seiner Klasse und seiner Anziehung. Wir sind entstanden, Kiste Cook, ist sehr schön. Do you know a lot about wine then? I'm having dinner with the King of France next week and I could use some pointers. Also, kennst du dich mit Wein aus? Ich habe ein Dinner mit dem König von Frankreich nächste Woche und ich könnte einige Tipps gebrauchen. France doesn't have a king anymore. Frankreich hat keinen König mehr. That's what the media wants you to think. So do you know about wine or not? Das ist, was die Medien dich denken lassen wollen. Also, kennst du dich mit Wein aus oder nicht? Alas, in my centuries of living, I've only learned how to look good holding wine, not how to evaluate it. Ah, in all den Jahrhunderten meines Lebens habe ich nur gelernt, wie man gut aussieht, während man Wein in Weinglas hält, aber nicht, wie man es bewertet. All I know is that I'm not drinking another glass of dead one. Alles, was ich weiß, ist, dass ich nicht nur ein Glas davon trinken werde. Vera points at a bottle with Polly's toilet wine written on it. Permanent marker. Vera zeigt aber auf eine Flasche von Polly's Klowein oder Toilettenwein, was damit so permanente Marker, also mit Edding draufgeschrieben wurde auf die Flasche. What I wouldn't give for an experienced sommelier to help us judge with wines. Was würde ich nicht für einen erfahrenen Sommelier, also einen Weinkenner geben, der uns helfen würde, den besten auszusuchen? You know nothing about wine, but you're pretty sure most sommeliers just make stuff up anyway. You suavely recommend? Also wir wissen nichts über Wein, aber wir sind uns ziemlich sicher, dass die meisten Sommeliers ja auch einfach nur irgendwas ausdenken. Und deswegen empfiehlst du, try the sangria, it pairs well with seafood and blood. Oder the tannins in this robust Malbec are an elegant way to mask the taste of poison, perfect for diplomatic missions. Ach du je. Jetzt ist die Frage, okay. Also hier, wir sollen den Sangria versuchen, der passt gut zu Meeresfrüchten und Blut. Oder aber the tannins, was auch immer das heißt, in diesem herben, was auch immer das heißt, sind ein eleganter Weg, um den Geschmack von Gift zu übertünchen. Perfekt für diplomatische Missionen. Ganz ehrlich, ich glaube, wegen dem Blut könnte das die Antwort sein, die Liam besser gefällt. Ja. You know the pronoun sweetness and citrus flavors would go well with unholy blood, blood meal. Ah, du weißt schon, diese Süße und diese zitronenhaften Aromen würden sich gut zu Blut machen. I've always tried to pair Pinot Noir with blood, you know, because Noir means dark, like my soul. Ich habe immer versucht, Pinot Noir mit Blut zu kombinieren. Du weißt schon, weil dunkel Noir dark bedeutet, wie meine Seele. And I always avoided Sangria because the little bits of fruit in it made it seem inauthentic. Und ich habe immer versucht, Sangria zu meiden, weil die kleinen Fruchtstückchen da drin es irgendwie so unauthentisch wirken lassen. But I suppose the clue is in the title, isn't it? This truly is a new dawn for sanguine cuisine. Aber ich nehme an, der Hinweis steckt schon im Titel, also im Namen, nicht wahr? Das ist wahrlich ein neuer Morgen für die blutige Küche. Well, not dawn per se, but let's say a new dusk. Yes, a new dusk. Also ein neuer... Nun, lass es uns nicht morgen, sondern Abend. Lass es uns ein neuer Abend für die blutige Küche. As someone who does not literally drink blood, I'm afraid I cannot share your enthusiasm. Als jemand, der nicht tatsächlich Blut trinkt, kann ich deine Begeisterung einfach nicht teilen. But I do like to imagine vampires getting chunks of fruit stuck between their fangs. Aber mir gefällt die Vorstellung, dass Vampire, dass ihnen kleine Fruchtstückchen zwischen den Fängen stecken bleiben.
Liam ignores her. He's too busy gazing at you over the rim of his glass. He's a little drunk, but you don't judge. Liam ignoriert sie. Er ist zu beschäftigt damit, über den Rand seines Glases zu uns herüberzuschauen. Er ist ein bisschen betrunken, aber wir urteilen nicht. Hi, Liam. Hi. Na, Prom, wir, du und ich? Obenrum ein bisschen mehr, untenrum ein bisschen weniger? Ich mag dieses Spiel. Ich weiß, ich wiederhole, also ich sag das öfter mal, aber ich stehe auf dieses Spiel. Okay, wir können nicht ins Auditorium, denn wir haben kein bisschen Geld und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie man Geld in diesem... Vermutlich hier. Vermutlich könnte man jetzt in der Library Geld verdienen, aber ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Wir haben, glaube ich, 2/3 des Spiels etwa hinter uns. Wir haben es fast geschafft. Dann würde ich doch mal sagen, gehen wir einfach in die Klasse und lernen ein bisschen. That day you're the first one in class. You sometimes come early because you enjoy talking to the teachers. An diesem Tag sind wir die Erste im Klassenraum. Manchmal kommen wir ein bisschen früher, weil wir gerne mit den Lehrern sprechen. He's a bit bitter, but in a cool way. He treats you like an adult and the two of you discuss life and stuff in a very snarky way. Er ist ein wenig verbittert, aber auf eine sehr coole Art und Weise. Er behandelt dich wie einen Erwachsenen und ihr beiden diskutiert das Leben und solche Sachen auf eine sehr, ja, snarky way. Look at you, excelling at cliched movie tropes. Also wir sind gerade ein einziges wandelndes Filmklischee, dass wir uns praktisch mit dem Teacher unterhalten. You gain +2 smarts and +1 valuable life insight that will help you face the difficulties of being young. Also wir gewinnen dadurch 2 Intelligenzpunkte und eine, ja, wertvolle Einsichten ins Leben, die uns dabei helfen werden, die Schwierigkeiten zu meistern, denen wir uns entgegenstellen, weil wir ja so jung sind. Leider macht das für dieses Spiel nicht wirklich Sinn. At the end of class, the teacher passes back your quizzes from last week. Liam looks at his insights. Am Ende des Unterrichts gibt der Lehrer uns unsere Tests zurück von letzter Woche. Und Liam sieht sich seinen Test an und seufzt. Was ist denn los? Just another fascistic assentment in a long line of fascistic assentments. Ja. Was ist denn los, mein Schätzelein? Don't get me wrong, my performance on these little charades is exceptional. I'm devastatingly intelligent. But, also versteh mich nicht falsch, ich schneide immer ganz hervorragend dabei ab. Ich bin immerhin überragend intelligent, aber I find the entire enterprise distasteful. Must we be weighted and measured like so much raw steak? Also müssen wir wirklich wie rohes Fleisch bewertet und vermessen werden? Elroy, the swamp monster, snorts. Alright, Buttersucker. If you're so smart, how are they supposed to assess us without tests? Also das Sumpfmonster, Elroy, möchte gerne wissen. Na gut, du Buttersucker. Wenn du so klug bist, wie sollen sie uns dann messen, ohne diese ganzen Tests bewerten, was auch immer? Well, I mean, given time, I'm sure I could come up with... obviously. Nun, wenn ich genug Zeit hätte, dann könnte ich mir sicher etwas, also offensichtlich etwas. Oh, das sieht nicht gut für Liam aus. Wir springen ihm natürlich zur Seite, wenn wollen wir ja sein Herz gewinnen und retten den Tag. Rap Battles. It's the only fair way. Also entweder Rap Battles. Epic Rap Battles of his... Oh Gott, ich liebe es so sehr. Guck da mal rein. Das wäre voll gut. Also entweder Rap Battles. Das ist der einzige, faire Weg, da etwas herauszufinden. Oder a brutal fight to the death. Or are you too chicken? Oder ein brutaler Kampf auf Leben und Tod. Oder bist du zu feige? Ganz ehrlich, ich glaube jetzt nicht, dass Liam so der Kämpfer ist. Also nehmen wir doch einfach mal die Rap Battles. Unabhängig davon, ob ich Rap Battles zum Beispiel of History, also die Epic Rap Battles of History, ob ich die super finde oder nicht. Ja, das hier bitte. Danke. Yes, that's precisely what I was about to say. Ja, das ist ganz genau das, was ich gerade sagen wollte. Natürlich. As we all know, one does not truly grasp a subject until one can rap fluently about it. Wie wir alle wissen, hat jemand ein Thema nicht komplett erfasst, bevor er nicht flüssig darüber rappen kann. In dem Fall hätte ich nichts in meinem Leben jemals flüssig begriffen, weil ich nicht rappen kann. Aber ich vergebe dir diese Aussage. None would dispute that Snoop Dogg is a reigning expert on the distribution of the consumption of marijuana, for example. Niemand würde daran zweifeln, dass Snoop Dogg ein erfahrener Experte ist, was die Verbreitung und den Konsum von Marihuana angeht, so als Beispiel. Yes, yes, very good. I'll start a
petition immediately. Ja, ja, sehr gut. Ich werde sofort eine Petition ins Leben rufen. This will definitely impress Reddit. Das wird Reddit definitiv beeindrucken. Ich mag das Spiel. Das ist super, diese ganzen Anspielungen. Ich frage mich, wie das so in 5 Jahren ist, ob da die ganzen Sachen auch noch verstanden werden. You give Liam his first signature, you're not sure he'll get many more. In any case, you gain 2+ fun and... Also, wir sind die Erste, die Liams Petition unterschreibt und wir sind nicht sicher, ob er noch viel mehr Unterschriften bekommen wird, aber immerhin gewinnen wir +2 Spaß und +1 Kreativität. Sehr schön, jetzt sind wir schon... Ah. Ich glaube, wir haben noch 5 oder 6 Gelegenheiten, uns zu steigern. Am Morgen. Wir dürfen jetzt nicht in die Gym. Wir könnten wieder ins Klassenzimmer oder ins Auditorium. Ich würde ehrlich gesagt nochmal gern ins Klassenzimmer gehen und hoffen, dass Liam auch da ist. That day you learn a ton of spells that are all as cool as they are seemingly useless. An diesem Tag lernst du einen Wahnsinn, also eine Menge Zaubersprüche, die alle genauso cool sind, wie sie scheinbar auch nutzlos sind. Egal, wir haben sie gelernt. A spell to renew stickers, stickiness, also ein Spruch, um die Klebrigkeit von Aufklebern zu erneuern. A spell to turn chocolate and vanilla ice cream into vanilla and chocolate ice cream. Oder ein Spruch, der Schokoladen-Vanille-Eiscreme in Vanille-Schokoladen-Eiscreme verwandelt. Und ein Spell, der unsere Intelligenz um 2 ansteigen lässt. You actually use that last spell and you gain +2 smarts. Yay, wir haben da schon 24 Punkte, das ist gar nicht so schlecht, denke ich mal. In our class you're having a hard time looking at an unspeakable eldritch relic you're supposed to be painting. Während unserer Kunstklasse haben wir ein wirkliches Problem, uns das überirdische Relikt anzusehen, das wir eigentlich malen sollen. Liam and Miranda thankfully provide you with a distraction. Und wir sind deswegen sehr dankbar, als Liam und Miranda uns ablenken. What are you talking about, Miranda? That relic clearly represents the futility of man's quest for meaning in a world of consumer goods. Also worüber redest du dann, Miranda? Dieses Relikt repräsentiert natürlich eindeutig the futility of man's quest, ja, die Herausforderung der Menschheit, Meaning, Bedeutung zu finden in einer Welt, in der es sich nur um Konsum dreht. But how do you know that, Liam? To me it just looks like a gruesome and horrific offering to a pitiless god like Uncle Anathema used to make. Aber woher weißt du das, Liam? Für mich sieht das einfach nur aus wie ein schreckliches und ganz, ganz grausames Opfer an einen, gnadenlosen Gott, wie Onkel Anathema es machen würde. Why, it's easy, Miranda. When I want to discern the true meaning of a piece of art, I simply... Nun, es ist einfach, Miranda. Wenn ich die wahre Bedeutung eines Stücks Kunst erfahren möchte, dann mache ich einfach, ich denke mir was aus oder look at the bottom and read the clearly printed label that explains the true meaning of the art. Dann denke ich mir einfach etwas aus oder ich sehe unten nach am Boden des Kunstwerks, wo meistens geschrieben steht, was ist. Aber ich sage jetzt mal, wir denken uns was aus. Oh, not so fun. I don't make anything up, you buffoon. My opinions on art are objectively correct. Nein, ich versau's gerade, oder? Ich denke mir nichts aus, du Depp. Meine Meinungen über künstlerische Objekte sind natürlich immer objektiv betrachtet so richtig. Yes, I agree with Liam. He sounds like he knows what he's talking about, after all. Ja, ich stimme Liam zu. Immerhin scheint es, als wüsste er, wovon er spricht. Oh, ich habe es mir gerade, glaube ich, mit beiden versaut. Vielleicht... Was? Nein! Vielleicht bist du nur eifersüchtig auf Liams Fähigkeit... ...to objectively understand art objektiv zu ver... Nein! I'm used to it. The social isolation I experience is entirely to do with... ...jealousy and nothing at all to do with me being an asshole. Aber ich hab's versaut. Er wird niemals mit uns zum Abschluss beigehen. Ich bin es gewohnt. Die soziale Isolation, die ich jeden Tag erlebe, ist einfach nur auf den Neid anderer zurückzuführen und hat absolut nichts damit zu tun, dass ich mich wie ein Arschloch benehme. Can you teach me to objectively understand the meaning of art? Kannst du mir beibringen, objektiv die Bedeutung von Kunst zu verstehen? Nein. Curse you! Curse you, cruel fate! Ach, verdammt, seist du grausames Schicksal. Oh. Liam und... Oh nein, wir haben Punkte verloren. Das ist ja grausam. Also Liam und Miranda ignorieren uns jetzt und wir sind gezwungen, unsere Aufmerksamkeit wieder der schrecklichen Statue zuzuwenden.
Sie macht uns langsam, treibt uns langsam in den Wahnsinn und wir bekommen nur ein C- für unsere Zeichnung. Außerdem verlieren wir 2 Intelligenzpunkte und 1 Kreativitätspunkt. Ich bin so traurig. Nein, ich will aber nicht. Ich glaube, wir werden alleine zum... Ja, ich glaube, wir werden alleine zum Abschluss bleiben. Ich versuch's nochmal hier mit Liam. Vielleicht kriege ich ja wenigstens noch ein Herzchen. Ich möchte das hier nochmal benutzen können. Als wir also am Tisch von Liam und Polly ankommen, stellen wir fest, dass sie nicht eaten, dass sie nicht essen, sondern dass sie einfach Bilder von ihrem Essen machen. Welcome to the don't need to eat, so we just take dope food pics zone, baby. Also willkommen in der wir müssen nicht essen, also machen wir einfach nur tolle Bilder von unserem Essen, baby. Hi, Polly. We believe that food, like children, should be seen and not tasted. Wir glauben, dass Essen, genau wie Kinder, gesehen werden sollte, aber nicht geschmeckt. Ich glaube, bei Kindern meinst du gehört. Ich glaube, der Spruch ist, Kinder sollte man sehen und nicht hören. Yeah, I mean, have you ever tasted a bit? Ja, ich meine, hast du nicht mal ein Baby probiert? Nein. Du hoffentlich auch nicht. Und falls du mit Taste meinst riechen, dann hoffe ich, du hast irgendwie nicht... Have you? Nein, habe ich nicht. Lass mich in Ruhe. I don't know, maybe. My weekends are usually kind of a blur. Like last Saturday. Ich weiß nicht, vielleicht. Ach, meine Wochenenden sind meistens ziemlich verschwommen. Genauso wie letzten Samstag, als ich... There will be plenty of time to chronicle your sexploits later, Polly. Right now we need to focus on these food pics. Ach du je. Also später haben sie noch genug Zeit, über Pollys sexuelle Eskapaden zu reden, aber jetzt müssen sie sich gerade auf die Bilder ihres Essens konzentrieren. While Liam and Polly were busy bantering, you were busy arranging, busily arranging a dope food pic of your own, and now to complete your masterpiece. Also während die beiden sich darüber bantering, also so ein bisschen, ne, Dings haben, haben wir selbst unser Essen arrangiert, um ein Bild davon zu machen und um unser Meisterwerk zu komplettieren, fehlt jetzt nur noch a food pic, but instead of food, it's just a bottle of whiskey with ketchup upon it. Also es ist ein Essensbild, aber statt irgendwelches Essen zu fotografieren, ist es nur eine Flasche Whisky mit Ketchup drauf. Oder a food pic of Liam taking a food pic. So meta. Oder ein ein Bild von unserem Essen, aber eigentlich davon, wie Liam... Wir nehmen mal das Meta und hoffen, dass Liam es gefällt. Your level... Your phone at Liam just as he's about to snap a food pic, but his vampire reflexes are too quick for you. Also wir versuchen unser, genau in dem Moment ein Bild von ihm zu schießen, als er gerade ein Bild seines Essens schießen möchte, aber seine Vampirreflexe sind einfach zu schnell für uns. Ha, trying to outmeter the meter master, are you? Well, see about that. Ha, du versuchst gerade den Meta-Master in seiner Meta zu schlagen. Nun, schau dir mal das an. Liam loves his friend Polly, just as she's about to take the food pic. Now you're taking a food pic of a food pic of a food pic. Also während wir, also Liam richtet sein Handy auf Polly, die gerade dabei ist, ihr Essen zu fotografieren. Und jetzt machen wir also ein Food pic in einem Food pic in einem Food pic. Guckt sich das irgendjemand an? Wow. Are we pointing our phones at each other now? I wanna play too. Wow. Richten wir jetzt unsere Telefone gegenseitig auf uns? Ich will mitmachen. Suddenly, Polly got her phone pointed at you. It's a food pic of 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 a food pic. Also, wir sind in einer Spirale gefangen. Weil Polly jetzt, we've done it. We've created the meta triangle, the most meta shape in existence. This is our finest hour. Wir haben es geschafft. Wir haben das Meta-Dreieck gebildet. Die meta-igste Form, die es gibt. Das ist unsere, ja, Sternstunde sozusagen. The world around you dissolves into green columns of numbers and letters. You've done it. You can see the code. You are the one. Die Welt um uns herum löst sich auf und in Linien aus grünen Zahlen und Buchstaben. Wir haben es geschafft. Wir können den Code sehen. Wir sind die Auserwählten. The programming of the video game you are in awards you by raising your relationship points with the character known as Liam. Die Programmierung dieses Videospiels belohnt uns, indem es unsere Beziehungspunkte mit dem Charakter von Liam. Also wir gewinnen ein Herzchen, würde ich mal sagen. Yay!
Das ist auch bitter nötig, nachdem wir Punkte verloren haben. Ich hätte ja schon gern wenigstens... Ja, ich hätte ja schon gern wenigstens 25 Punkte bei Smarts und Creativity. Ich versuche jetzt hier mal nochmal Creativity zu steigern. That day, while rehearsing for the class play, you aren't especially good nor inspired. Also an diesem Abend, während wir proben fürs Schulschauspiel, sind wir weder besonders gut noch inspiriert. For once it seems you aren't getting the classic creativity boost from your... Was? Nein! Es scheint, als würden wir nicht den klassischen Kreativitätsboost vom Auditorium bekommen. But afterwards, while talking to your classmates, you're having trouble conveying your point in a discussion, so you decide to convey it through music. Aber nachdem wir danach noch mit unseren Klassenkameraden reden, haben wir irgendwie Schwierigkeiten, unseren Punkt in einer Diskussion, also unseren Standpunkt da klar zu machen. Also versuchen wir es mit Musik. You start singing and suddenly everyone else joins you in a kick-ass musical number. Wir fangen an zu singen und plötzlich machen alle mit und es wird eine total tolle Musical-Nummer. It's so amazing that the people with whom you were arguing totally get your point and change their minds once the song is over. Es ist so faszinierend und so toll, dass die Leute, mit denen wir eben noch gestritten haben oder diskutiert haben, ihre Meinung ändern, als der Song vorbei ist und jetzt total unserer Meinung sind. Und deswegen kriegen wir doch noch 2 Kreativitätspunkte. You're walking with Liam later, when suddenly a holy crossbow bolt slams into the wall next to you. It's the Slayer. Wir laufen also gerade, wir machen gerade einen Spaziergang mit Liam, also nach unserer Probe, als plötzlich ein heiliger Armbrustbolzen die Wand neben uns trifft. Es ist der Rächer, Slayer. Ja, prepare to die, bereite dich vor zu sterben. Du lässt gefälligst Liam in Ruhe, den möchte ich auf den Prom mitnehmen. You flee with Liam and manage to get out of sight. Now is the perfect time for you to hide while Liam turns into a bat. Wir flüchten und schaffen es, ihr tatsächlich zu entkommen. Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt für uns zu verstecken, während Liam sich in eine Fledermaus verwandelt. But he's not transforming. Also, aber er verwandelt sich nicht, transforming. You ask him why the hell he's just standing there instead of changing. Und wir fragen ihn, warum zum Geier er einfach nur dasteht und sich nicht verwandelt. It just seems a little cliché, doesn't it? A vampire turning into a bat. Honestly, I'm over it. Es scheint mir ein bisschen zu sehr Klischee zu sein, oder? Ein Vampir, der sich in eine Fledermaus verwandelt. Ehrlich gesagt, damit bin ich durch. Aber ich will, dass du lebst. If I could turn into, for example, the concept of a bat, now that would be a change worth making. Wenn ich mich in das Konzept einer Fledermaus verwandeln könnte, nun das wäre eine Verwandlung, die es wert wäre. Du weißt nicht mal, was das bedeuten soll, aber wenn du Liam nicht dazu bringen kannst, sich in irgendetwas zu verwandeln, dann werden wir bald beide geschnappt werden und das würde vermutlich sehr tödlich für uns enden. You quickly tell him to change into, wir sagen ihm, er soll sich schnell in etwas verwandeln, ein Hotdog-Stand oder a general feeling of unease. Ich würde sagen, da wir von Liam sprechen, ist es nicht der Hotdog-Stand, sondern das generelle Gefühl von Unwohlsein. Ja, magnificent, the perfect balance of abstraction and practicality. Also magnificent, also überwältigend, die perfekte Balance zwischen Abstraktion und Praktizität, praktisch. I admit I have difficulty imagining the concept of a bat, but the general feeling of unease, why I experience that many times a day. Ich gebe zu, ich habe Schwierigkeiten, mir das Konzept einer Fledermaus vorzustellen, aber das grundlegende Gefühl von Unwohlsein, das erlebe ich jeden Tag viele Male. Liam disappears in a poof of purple smoke. You don't know where he's gone, but you sure don't feel good about it. Was? Ich dachte, wir sind froh, dass er sich verwandelt. Okay, Liam verschwindet mit einem Puff in einem Wölkchen aus violettem Nebel. Wir wissen nicht genau, wo er hin ist, aber wir haben kein gutes Gefühl bei der Sache. What's the matter? Do you have your shirt on inside out? Have all your friends just been pretending to like you? Also, was ist hier los? Hast du die ganze Zeit dein Shirt verkehrt rum an? Haben alle deine Freunde nur so getan, als würden sie dich mögen? Suddenly the Slayer bursts in. She takes one step towards you, then stops. Plötzlich erscheint die Jägerin oder Schlachterin oder wie auch immer wir sie nennen wollen. Und sie macht einen Schritt auf uns zu und dann hält sie an. Why do I feel like I left my stove on when I left the house this morning? Shit, warum habe ich das Gefühl, dass ich meinen Ofen angelassen habe, als ich heute Morgen das Haus verlassen habe? Scheiße. Slayer flees to check on her stove. Liam returns
turns back into a vampire and you immediately feel better. Also die Jägerin flieht, läuft weg, um nachzugucken, ob sie tatsächlich den Ofen angelassen hat. Liam verwandelt sich zurück in einen Vampir und wir fühlen uns sofort wieder besser. Ach Gott sei Dank, es war nur Liam, der sich erfolgreich verwandelt hatte. Oh man, my soul has never felt so tormented. Oh man, meine Seele hat sich nie so gefoltert angefühlt. Entschuldigung, ich hab dich im Untergrund. Ich muss das öfter machen. Okay, you hope he decides to do it when you're not around, but you're glad he's happy. You gain +2 smarts and +1 creativity. Also wir hoffen, dass er das das nächste Mal macht, wenn wir nicht in der Nähe sind. Aber wir sind immerhin froh, dass er glücklich ist und wir bekommen +2 intelligent und +1 kreativität. Das heißt, ich bin fast an meinem persönlich gesteckten Ziel von 25. Ich habe Angst, dass wir mehr Punkte brauchen. Oder dass wir noch Charme oder sowas hätten leveln müssen, aber... Ich habe mein persönliches Ziel fast erreicht. Woche 6, Morning. Ich glaube, es ist noch dieser eine Tag, den wir durchmachen können. Wir dürfen jetzt nicht in die Library gehen, aber wir könnten in die Klasse gehen. Das heißt, wir könnten vielleicht unsere Smarts vor uns leveln. That day your teacher delivers an amazing and creative performance that blows all your minds. It ends up being a sensation on YouTube. Also an diesem Tag liefert unser Lehrer eine wahnsinnig kreative Performance ab. Und... begeistert uns alle und schließlich landet sie auf YouTube und wird da auch eine Riesensensation. Your teacher gains +10 coolness, but who cares? He's not trying to romance your classmates. Unser Teacher bekommt 10+ coolness-Punkte, aber wie ein Scherz, er versucht ja schließlich nicht mit unseren Klassenkameraden anzubandeln. Or is he? Ach, oder vielleicht doch? Naja, wir hoffen mal nicht. Und außerdem werden wir um 2 Punkte klüger. Yay! Damit habe ich tatsächlich meine... Ziele erreicht dafür. Afterwards, Liam walks up to you extremely nonchalantly. It's ridiculous how little he cares about his walk. Danach kommt Liam auf uns zu und es ist fast schon lächerlich, wie wenig er sich darum kümmert, wie er gerade auf uns zukommt. After considerable thought, I've come to the conclusion that you're not a complete loser. Poser. Ja. Also er ist zu dem Schluss gekommen, dass wir kein reiner Poser sind. Das ist aber sehr freundlich von dir. Wie kommst du zu diesem Schluss? And seeing as I could use a partner for my tragically hip late-night excursion, consider yourself invited. Haben wir etwa gerade? Oh mein Gott. Und da ich einen Partner für meine tragisch hippe abendliche, meine Exkursion gebrauchen könnte, ja, betrachte dich als eingeladen. Heute Nacht, 3 Uhr... Tonight, 3 a.m. Achso, 3 am Morgen, klar. I'm sure you'll have no trouble coming up with an appropriate underground destination. Ich bin sicher, du hast keine Schwierigkeiten damit, dir eine angemessene Untergrund-Location zu überlegen. I mean, it's not like I don't know any cool places to go or anything. I just want to give you an opportunity to prove yourself. Ich meine, es ist nicht so, als würde ich keine coolen Orte kennen oder so. Ich will dir einfach nur die Möglichkeit geben, dich selbst zu beweisen. Ja, weil das ist immer das, was man von seinen Dates erwartet, dass man sich beweisen darf. Liam vanishes in a cloud of mist and angst. You've got 12 hours to choose the trendiest spot nobody's ever heard of. Meine Nachbarn machen gerade übrigens ganz, ganz, ganz tolle Trampelgeräusche. Danke, Nachbarn. Das ist voll lieb. Okay, Liam verschwindet also in einem Cloud, ein Wölkchen aus Nebel und wir haben genau 12 Stunden Zeit, um den trendiesten Ort rauszufinden, von dem man je gehört hat. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Monstropolis Most Exclusive Nightclub. Also Monstropolis exklusivsten Nachtclub. Das Sternchen, oder? The hottest most underground nightclub of all, the Earth Core. Ich weiß nicht, was Liam davon gefallen könnte. Ich glaube, das könnte ihm zu Mainstream sein, aber das hier... Ja, komm, wir nehmen mal den Erdkern. Not so bold. That night you pick Liam up in your giant mechanized drill machine and head for the club. Ich fürchte, ich versau's gerade so ein bisschen. Mist. But there is no club at the center of the earth. It's just the center of the earth. A molten ball of iron and death. Also, wir nehmen ihn in unseren Bohrer mit, aber als wir zum Club im Zentrum der Erde gehen, ist da eben kein Club, sondern das ist einfach nur ein Klumpen aus geschmolzenem Eisen und Tod. Ah, my skin, why did you think there was a club here? Ah, meine Haut, warum hast du gedacht, da wäre ich... Nein, why would anyone think there was a club at literally the most inhospitable place on earth? Weil ich dachte,
You have no idea where you thought that, but you... Nein, ich hab Smarts verloren. Oh, Manu. Oh, Gott. Okay, Liam ist nicht amused und ich hoffe, wir verlieren jetzt kein Herzchen. Also wir haben keine Idee, warum wir das dachten. Warum habe ich das gedacht? Oh Gott, warum? Weil ich dachte, alles was nicht hip ist, ist gut für Liam. Oh, Manu. Ja, wir brauchen jetzt auf jeden Fall irgendwas für die Haut und wir haben leider bewiesen, dass wir nicht ganz so smart sind und ein bisschen unmutig. Ich weine.